Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 48. Antrag der Fraktion der SPD betreffend Aktuelle Stunde Personalpolitik nach Gutsherrnhardt. Die Hessische Landesregierung versucht, auf Kosten der Steuerzahler Spitzenbeamte kaltzustellen. 194851. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gibt es teure Personalentscheidungen auf Kosten des Steuerzahlers im Hause des Wirtschafts- und Verkehrsministers, Herrn Tarek Al-Wazir? Ja, die von ihm eingerichtete Abteilung 7, Riederwald, Bauwesen, Wehrinformation, danke schön, eingerichtet zum 1. April, leider kein Aprilscherz, hat offensichtlich die alleinige Funktion, einen in Ungnade gefallenen Beamten mit einer neuen Aufgabe zu betreuen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese neue Abteilung ist ausgestattet mit einer B6-Stelle, zwei B3-Stellen, einer B2-Stelle, zwei A16-Stellen. Umgerechnet in Geld mit Versorgungsleistungen sind wir bei über 300.000 €, die der Steuerzahler für eine neue Abteilung entrichten muss. Deswegen stellen sich Fragen über Fragen, Herr Verkehrsminister Al-Wazir. Die Begründung des Ministeriums: Das Projekt Riederwaldtunnel würde eine hohe Komplexität besitzen. Das wusste man auch ohne die Neueinrichtung einer solchen Abteilung. Und bedürfe einer noch intensiveren Steuerung, ist schlicht eine Ausrede, meine Damen und Herren. Insbesondere dann, wenn der Leiter dieser neu geschaffenen Einabteilung keine direkten Zugriffsmöglichkeiten auf Hessenmobil hat. Das muss man sich einmal vorstellen. Die Steuerung soll verbessert werden, aber der Abteilungsleiter hat keine Zugriffsmöglichkeiten auf die Abteilung Hessenmobil, die für das operative Geschäft zuständig ist. Ja, das nenne ich eine kluge Entscheidung des hessischen Verkehrsministers, meine Damen und Herren. Nun würden sich ja die Anwohner in Frankfurt freuen, wenn es endlich klare Planungen im Zusammenhang mit dem Bau des Riederwaldtunnels geben würde. Tausende von Menschen bangen um die Lebensqualität während des Baus dieses Tunnels. Die seit Jahren geforderte Kompletteinhausung der A661 für den Lärmschutz wird vom Verkehrsminister abgelehnt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen wird diese Personalrochade, dieses Personalgescharrere den Menschen vor Ort leider auch nicht helfen. Das hat alles mehr als ein Geschmäckle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man hört im Hause des Wirtschaftsministers, sei die Stimmung unter den Bediensteten schlecht, Zwangsumsetzungen, Beförderungsärger, Gerichtsentscheidungen. All dies spricht natürlich nicht für einen Umgang des Ministeriums, des Staatssekretärs, des Ministers, wo dem Personal Freude aufkommt, meine Damen und Herren. Und deswegen Personalentscheidungen zulasten des Steuerzahlers sind nicht hinnehmbar und sind in gar keiner Weise akzeptabel, nur weil einem die Nase eines Abteilungsleiters möglicherweise hier nicht passt. Im Übrigen, Herr Wirtschafts- und Verkehrsminister, ich freue mich, dass der Ministerpräsident auch da ist, dann sieht er das auch. Ornigramm, M-Büro, Verkehrs- und Wirtschaftsminister. 12 Stellen. Herr Al-Wazir, ich habe das mal 12 Stellen im Büro. Ich habe mir das mal angeschaut, Vergleich Kultusminister, Vergleich Innenminister, die deutlich mehr Personalverantwortung haben, deutlich weniger. 12 Stellen im Büro, das ist schon interessant. Gut, eine Mitarbeiterin muss sich um Storytelling kümmern, nordhessisch übersetzt Geschichten erzählen. Ein anderer, meine Damen und Herren, darf sich um Facebook kümmern. Na ja, ich finde, das ist schon sehr bemerkenswert, wenn man sein Personalbüro, sein M-Büro so üppig ausstattet, während die GRÜNEN sonst vom Thema Sparen immer von anderen das fordern und ganz groß an der Stelle sind. Ganz groß an der Stelle sind. Und deswegen, Herr Bellino, ich weiß, auch Sie sind beim Thema Schuldenbremse immer ganz vorne dabei. Was sagt eigentlich die CDU zu diesen erhöhten Personalkosten? Ist das ein Thema? Wir hören doch im Bereich der Landesbediensteten immer, wir mussten unter schweren Tränen Sonderopfer der Beamtinnen und Beamten verlangen. Und jetzt wird jährlich, ist ja nicht nur einmalig, jährlich werden mehrere hunderttausend Euro ausgegeben, weil es hier dubiose Personalentscheidungen dieses Wirtschafts- und Verkehrsministers gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dies ist ein ziemlich unerträglicher Zustand. Sie wissen genau, gegen die Beamten gibt es offensichtlich fachlich und dienstlich nichts vorzubringen.
Und Sie mussten eine neue Abteilung schaffen, um statusrechtlich, diejenigen, die im Beamtenrecht sich auskennen, wissen es, Sie müssen, wenn Sie eine neue Abteilung schaffen, die auch entsprechend ausgestalten mit Stellen, damit man den Status von B6 entsprechend handelt. Aber es kann doch nicht sein, dass Sie Personalentscheidungen eines missliebigen Beamten zulasten der Steuerzahler finanziert bekommen. Mit dem Geld der Steuerzahler muss sorgfältig umgekehrt werden. Und deswegen, nein, meine Damen und Herren, das ist nicht in Ordnung. 12 Stollen im M-Bereich, sonst sparen, predigen. Könnte man ja fast den Eindruck haben, die GRÜNEN würden Wasser predigen, dass man das trinkt und dann heimlich doch Prosecco oder andere Genüsse zu sich nehmen. Wir könnten das auch als scheinheilig bezeichnen. Jetzt kommen wieder die Ausreden, das ist alles sachlich geboten. Nein, hier wird Geld der Steuerzahler verschwendet, und das ist abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Das Wort hat der Kollege Frank-Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach diesem doch von besonderem Respekt gekennzeichneten Auftritt des Kollegen Günther Rudolph und seinen Berichten aus der Welt des Fiktiven komme ich jetzt mit meinem Beitrag zurück zu den leider eher langweiligen und nüchternen Fragen der Aufbauorganisation im Ministerium und der dortigen Abläufe. Wenn wir schon, ja, das, wenn wir schon uns mit einer Änderung in dieser Ablauforganisation hier auf Antrag der SPD befassen müssen, dann sollten wir, verehrter Kollege Rudolph, doch wenigstens bei den Tatsachen bleiben. Also, Parole lautet Fakten statt Fakes. Meine Damen und Herren, Kern der Überlegungen und Maßnahmen ist erstens die schlichte Tatsache, dass durchaus diffizile zusätzliche Aufgaben massiv zunehmen im Verkehrsbereich, und zwar bei der Planung und Umsetzung von Straßenbaumaßnahmen. Grund dafür ist die an sich doch sehr erfreuliche Entwicklung, dass der Bund endlich, und zwar seit Neuestem, auch deutlich mehr Mittel für solche Maßnahmen bereitstellt, also das Land zur Umsetzung auch mehr Kapazitäten benötigt. Weil, wie Sie wissen und wir hier auch schon diskutiert haben, die Schuldplanen mit fertigen Planungen sich zwischenzeitlich geleert haben. Als Zweites kommt die Perspektive hinzu, dass es vorgesehen ist, eine Bundesinfrastrukturgesellschaft zu schaffen. Und da kann ich wirklich nur sehr deutlich darauf hinweisen, diese Maßnahme erfordert viele organisatorische Vorarbeiten, damit sie am Ende nicht zum Nachteil des Landes ausgeht. Denn wenn Behörden neu zusammengestellt werden, dann wissen Sie selbst, dass das jeder versucht, sozusagen den besten Teil für sich ohne Rücksicht auf den anderen zu erhalten. Und damit muss man sehr sorgfältig umgehen. Und drittens ist es schon angesprochen worden vom Kollegen Günther Rudolph, das besondere Projekt des Autobahnbaus, nämlich Riederwaldtunnel in Frankfurt am Main. Wir haben schon mehrfach darüber diskutiert. Zuletzt im Dezember vergangenen Jahres. Da lag der Debatte ein Antrag der FDP zugrunde, der in folgender Forderung gipfelte. Ich zitiere: Der Landtag fordert den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier auf, alles dafür zu tun, dass der Riederwaldtunnel als eines der wichtigsten Straßenverkehrsprojekte in der Rhein-Main-Region schnellstmöglich realisiert werden kann. Ich erinnere noch daran, dass die SPD-Fraktion diesem Antrag zugestimmt hat, dass also auch ihr politischer Wille war, den Tunnel baldmöglichst zu bauen. Und in der Debatte dazu, zu diesem Antrag, hat der Kollege Frankenberger hier Folgendes ausgeführt.
Herr Minister Al-Wazir, die SPD-Fraktion hat natürlich volles Verständnis dafür, dass man dafür sorgen will, dass Planfeststellungsbeschlüsse sorgfältig und rechtssicher gefasst werden. Denn wir alle wissen, wenn die Beschlüsse nicht gerichtsfest sind, dann wird das ganze Projekt letztendlich teurer und viel später realisiert. Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund dieser doch unbestreitbaren Tatsachen hat der Minister also zum 1. April jetzt gehandelt und die Aufbauorganisation in seinem Hause so verändert, dass die Abläufe optimiert werden. Er hat dafür die Leitung der Arbeiten insbesondere zu dem soeben beschriebenen wichtigen Projekt Riederwaldtunnel genau demjenigen erfahrenen Abteilungsleiter übertragen, der in der Vergangenheit mit dem Management des auch schwierigen und ebenfalls sehr kontroversen Planfeststellungsverfahrens beim Thema Flughafen betraut war und somit entsprechende Erfahrungen einbringen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, was kritisieren Sie daran? Warum rücken Sie von den Aussagen des Kollegen Frankenberger heute so deutlich ab, die er vor nicht rund wie viel sind es, 4, 5 Monaten hier vorgetragen hat? Haben Sie denn das Interesse am Riederwaldtunnel mittlerweile verloren? Meine Damen und Herren, wir GRÜNE jedenfalls halten die organisatorische Maßnahme im Verkehrsministerium für nachvollziehbar, wenn nicht gar für geboten, für die Anforderungen im Bereich Straßenbau. Und das sind überwiegend auch mehr und mehr komplizierte Fragen. Ich will nur an das Stichwort technische Bauwerke erinnern. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, ich merke ja auch schon, Sie haben bereits festgestellt, dass der Hinweis auf die zusätzlichen Ausgaben natürlich insoweit nicht trägt, weil insgesamt unstrittigerweise das Mehr an Arbeit bewältigt werden muss und schlicht die organisatorische Frage so entschieden wurde und auch richtigerweise so entschieden wurde, dass diejenigen, die optimal mit diesen Problemen umgehen können, auch genau dazu beauftragt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Das Wort hat der Kollege Heiko Kasseckert, CDU-Fraktion. Herr Vorsitzender, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Es war zu erwarten, dass Herr Rudolph das ganze Empörungspotenzial dieser Jahres war vielleicht noch der Debatte gestern mit Respekt geschuldet, aber es war zu erwarten, dass dieses Thema heute weniger in der Sache, sondern mehr in der Emotion diskutiert wurde. Und wenn man den Presseartikel, der ja ursächlich war für diese Diskussion am 28.04. am vergangenen Freitag liest, dann kann man schon auch zu dem Eindruck kommen, dass diese Angelegenheit ein Empörungspotenzial hat. Wenn man allerdings den Artikel zweimal liest, dann wird man feststellen, dass er eine sehr einseitige Darstellung beinhaltet, dass offenbar hier keine Abwägung, keine Sorgfalt, keine Fairness, indem man sich beide Seiten anhört, beide Seiten darstellt und dann vielleicht zu einem Ergebnis kommt, sondern lediglich ein einziges Bild gestellt wurde. Ich will an der Stelle deutlich sagen, dass wir als CDU den Grundsatz Organisation und Personalführung sind innere Angelegenheiten eines Ministeriums, dass wir diesen Grundsatz hochhalten. Und deshalb ist allein in der Verantwortung des Ministers, die Frage zu klären, wie er die Organisation, von der auch Herr Kaufmann gesprochen hat, innerhalb des Ministeriums vornimmt. Und ich habe selbst als Behördenleiter, als Bürgermeister oder Direktor des Regionalverbandes mir auch nicht reinreden lassen. Und wir haben gute Gründe auch in der HGO dargestellt, dass wir beispielsweise die Dezernatszuschnitte jeweils eben den Behördenleiter übertragen und nicht im Parlament diskutieren. Denn Personalangelegenheiten gehören nicht hierher. Der Mitarbeiter hat den Weg in die Öffentlichkeit gesucht. Insofern wollen wir uns auch dazu äußern. Die Bildung der Abteilung 7 im Wirtschaftsministerium ist im Übrigen nicht ganz neu. Auch das ist ja kein Geheimnis. Es war schon früher ein Thema, auch zu Zeiten, als der Wirtschaftsminister nicht den GRÜNEN angehörte. Dass der Zeitpunkt heute gewählt wurde, auch da hat Herr Kollege Kaufmann darauf hingewiesen, das hat gute Gründe. Wir stehen vor großen Aufgabenveränderungen mit Blick auf die Bildung der Bundesfernstraßengesellschaft. Das wird für das Ministerium, das wird für Hessenmobil eine große Herausforderung sein, der es rechtzeitig gilt, die Strukturen anzupassen. Und diese Entscheidung, die hier getroffen wurde, ist ein erster Schritt in diese Richtung.
Das Zweite, das große Infrastrukturprojekt Riederwaldtunnel. Es ist unstreitig, dass die Region das braucht. Ich sage Ihnen als Vertreter des Ostens der Rhein-Main-Region, dass 30 Jahre Planung mehr als genug sind, dass es losgehen muss, dass jemand das in die Hand nehmen muss. Wir haben überhaupt keine Zweifel, dass die Fähigkeiten des Mitarbeiters, die uns sehr wohl bekannt sind, aus seiner Arbeit für den Flughafen, die wir respektieren, die wir wertschätzen, dass diese Fähigkeiten auch in dem neuen Projekt Riederwaldtunnel gut angelegt sind. Insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, will ich deutlich machen, dass die Feststellungen, die Vorwürfe, die Behauptungen, die jetzt hier vorgetragen wurden, maximal auf Annahmen beruhen oder auf Parteiennahmen. Sie sind Annahmen und sind Parteien. Sie haben von dubiosen Personalentscheidungen getroffen. Das können wir nicht nachvollziehen. Ich glaube, dass Annahme und Parteinahme keine guten Berater sind für Personalentscheidungen. Ich empfehle uns, dass wir es bei der Trennung, zwischen Legislative und Exekutive belassen. Und ich will deutlich machen, dass wir als CDU-Fraktion keinen Zweifel an der Notwendigkeit, an der Zulässigkeit und an der Richtigkeit der Entscheidung des Ministers haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kasseck. Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP-Fraktion, Redingstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben ja in diesem Plenum viel über das Miteinander schon gesprochen. Wir haben hier über unsere Kultur im Plenum gesprochen. Aber wir haben auch über den Respekt und die Kultur des Umgangs in unserem Bundesland gesprochen. Wir haben vom Ministerpräsidenten am Dienstag gehört, dass die Landesregierung in diesem Bereich eine Vorreiterrolle hat. Ich will an der Stelle darauf, oder an späterer Stelle darauf zurückkommen. Der Kollege Rudolph hat einige Dinge hier aufgezählt, die im Wirtschaftsministerium anders sind als in allen anderen Häusern. Das ist eine gewisse Stellenmehrung. Ich will das noch ein bisschen ergänzen. Seit Herr Al-Wazir die Hausleitung übernommen hat im Wirtschaftsministerium, ist z.B. in der Zentralabteilung von 4 auf 7 Referate aufgerüstet worden. Man hat jetzt nicht 7 Referatsleiter, sondern mittlerweile 8, weil man Referate doppelt besetzt. Und man hat mittlerweile 4 doppelt besetzte Referatsleiterstellen. Meine Hoffnung an dieser Stelle ist, dass vielleicht der eine oder andere aus dem Landesrechnungshof unsere Debatte heute verfolgt und von sich aus auf die Idee kommt, als Landesrechnungshof sich das einmal genau anzugucken, weil, Herr Kasseckert, für die Finanzen sind wir hier zuständig. Und sollte das der Landesrechnungshof nicht aus eigener Kraft tun, hätte der Hessische Landtag ja auch hier die Möglichkeit, und das sollten wir einmal gemeinsam überlegen, hier den Landesrechnungshof auch einmal damit zu beauftragen, genau hier neutral hinzuschauen. Und wenn die Union oder andere hier nichts zu verbergen haben, dann müssten sie ja selbst ein Interesse haben, dass der Landesrechnungshof diese Dinge einmal unter Augenschein nimmt. Aber ich möchte, und das ist mir sehr wichtig, an der Stelle auch einmal den abstrakten Bereich verlassen. Hier wird von Stellen gesprochen, Abteilungen, politischen Aufgaben. Aber tatsächlich geht es hier natürlich um einen Menschen. Es geht um einen leitenden Beamten in einem Ministerium, der hier viele Jahre, Jahrzehnte im Dienste dieses Landes unter vielen Ministern verschiedener Couleur als guter deutscher Beamter seinen Dienst geleistet hat und deshalb auch in eine solche Führungsposition gekommen ist. Und Herr Kasseckert, wenn die Wahrnehmung dieses Beamten wäre, dass das eine Beförderung wäre und eine Besserstellung und eine große Chance für ihn, warum hat er denn dann einen Anwalt eingeschaltet und warum konnte ich denn im Hessischen Rundfunk diese Berichterstattung sehen? Lieber Herr Kasseckert, wegschauen macht einen nicht frei von Verantwortung. Das stimmt. Und das ist auch nicht geprägter Respekt. Und an der Stelle, und wir haben als Opposition natürlich nur geringe Einwirkungsmöglichkeiten, direkt in ein Ministerium oder eigentlich keine, aber der Ministerpräsident trägt die Verantwortung für die gesamte Landesregierung.
Und ich weiß, wir haben ja auch einmal miteinander regiert, dass es ihm eigentlich wichtig ist, dass die Ministerien in seiner Landesregierung gut funktionieren, dass ihm das auch ein Anliegen ist. Und wenn ich mir das Wirtschaftsministerium anschaue, dann ist in der schwarz-gelben Regierungszeit es zu einer einzigen Konkurrentenklage gekommen in 5 Jahren. Zu einer einzigen Konkurrentenklage in 5 Jahren. Und heute sagt die Hausspitze öffentlich, es gäbe eine Klagekultur im Wirtschaftsministerium. Ich glaube, und Herr Al-Wazir wird das vielleicht hier auch noch einmal versuchen darzustellen, dass der Hausleitung ein Stück weit die Führungsfähigkeit im Ministerium entglitten ist. Und aus einem Ministerium, das wir alle kennen und da wir eigentlich wissen, wie gut die Vorlagen waren, wie man kann da anderer politischer Meinung sein, aber wie gut dieses Ministerium Jahrzehnte hier funktioniert hat, jetzt ins Straucheln kommt. Und das ist immer eine Frage der politischen Verantwortung. Und der müssen Sie sich heute stellen, Herr Al-Wazir, und nicht Ausflüchte. Und am Ende, Herr Ministerpräsident, und nehmen Sie das wirklich ernst von uns, geht es uns auch um einen verdienten Beamten in diesem Haus, der in der CDU-Alleinregierung den Planfeststellungsbeschluss für den Flughafenausbau verantwortet hat und unter Ihrer Führung als CDU hier in diesem Land. Er hat sich da große Verdienste erarbeitet für dieses Land. Und es ist einfach sehr traurig, dass wir heute glauben müssen, oder dass viele heute glauben müssen in diesem Land, und vor allem wahrscheinlich auch er selbst, dass er Opfer von Mobbing ist. Und das muss man so brutal sagen. Aus meiner Sicht ist das Mobbing, was da passiert. Und wir haben am Dienstag eine sehr, sehr glaubwürdige Rede zu diesem Thema gehört. Und dann muss man auch, Herr Ministerpräsident, in seinem eigenen Haus, nämlich Ihrer Landesregierung, versuchen, die Dinge in Ordnung zu bringen. Das ist mein Appell an Sie. Vielen Dank, Kollege René Rock. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die SPD hat die Aktuelle Stunde überschrieben, Personalpolitik nach Gutsherrenart. Hessische Landesregierung versucht, auf Kosten der Steuerzahler Spitzenbeamte kaltzustellen. Herr Kollege Rudolph, ich sage einmal vorweg, das ist mir ein bisschen unsauber an der Stelle, die Formulierung, weil ich finde, wenn es sich um einen grünen Minister handelt, dann müsste der Überschrift eher lauten Personalpolitik nach ökologischer Gutsherrenart, weil das wäre dann angemessen an dieser Stelle. So, und dann betrachten wir uns einmal diese Personalpolitik aus ökologischer Gutsherrenart, meine Damen und Herren, und da muss ich in der Tat Herrn Kasseckert widersprechen, wenn er sagt, dass es nicht Aufgabe des Parlaments sei, in solche Personalfragen hier zu diskutieren. In der Tat, es ist so, dass wir uns als Landtag selten mit solchen Details auseinandersetzen. Aber, Herr Kasseckert, wir haben natürlich auch eine Kontroll- und Überwachungsfunktion der Landesregierung und auch sozusagen das Haushaltsrecht. Und wenn es in der Tat darum geht, dass, und das muss man diskutieren, möglicherweise überflüssigerweise neue Stellen geschaffen werden in einer Größenordnung, wie es hier vorgetragen wird, dann ist das sehr wohl das Recht des Parlaments und auch notwendig, hier zu diskutieren, meine Damen und Herren. So. Nun will ich einmal zitieren aus dem § 63 Absatz 1 des Beamtenstatusgesetzes, weil da heißt es, Beamtinnen und Beamte dienen dem ganzen Volk, nicht einer Partei. Sie haben ihre Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und ihr Amt zum Wohle der Allgemeinheit zu führen. Nun sind wir als LINKE hier im Hessischen Landtag sicherlich diejenigen, die prädestiniert sind, solche Fragen auch, wie soll ich sagen, neutral zu bewerten, weil wir, ich glaube, die Einzigen sind, die in diesen Fragen sozusagen nichts
nichts im Keller, keine Leiche im Keller liegen haben, was die Ministerialbürokratie angeht und die Stellenverschiebung, die natürlich regelmäßig nicht nur bei Regierungswechseln, sondern auch während der laufenden Regierungsarbeit sozusagen zwischen den Parteien hin und her geführt werden. Und da finde ich in der Tat es bemerkens- und kritikwürdig, dass ein M-Büro im Wirtschafts- und Verkehrsminister Ministerium in dieser Art und Weise aufgebläht worden ist und sich das unterscheidet von den in anderen Ministerien. Das müssen sich die GRÜNEN dann zurechnen lassen, und dafür müssen sie sozusagen auch Rede und Antwort stehen. So. Also, wie sieht die Realität im Ministerium tatsächlich aus? Und wenn man sich das Organigramm einmal ansieht, dann ist es ja in der Tat so, dass aus 6 Abteilungen 7 entstehen. Und diese 7. Abteilung, um die es hier geht, hat sozusagen den Titel Riederwald, Bauwesen und Geoinformationen. So, nun greife ich einmal das auf, was der Kollege Kaufmann gesagt hat. Also, dass nämlich viele organisatorische Maßnahmen zur Überleitung der Zuständigkeit der Bundesautobahn auf den Bund in 2020 hier vorbereitet werden. So, die Abläufe optimiert werden dazu. Nun hat das ja 2 Seiten. Also zunächst einmal ist die Frage zu stellen, was Geoinformation mit der Überleitung der Bundesautobahnzuständigkeit in 2020 zu tun hat. So, nix. Also bei Riederwald kann ich mir das ja noch einmal vorstellen, aber sowohl bei der Abteilung Baurecht, die im Übrigen komplett aus einer anderen Abteilung rübergegangen ist, inklusive Referatsleiter, als auch bei der Abteilung Geoinformation, Vermessung und Flurordnung kann ich mir das nicht vorstellen. Wenn der Minister das so macht, dann ist ihm in der Tat, wie ich finde, eine Rochade gelungen. Weil dann hat er ja nach den Worten von Herrn Kaufmann eine neue Abteilung geschaffen, die 2020 sozusagen an den Bund übergeht. Dann hat er damit den Beamten den missliebigen gleich mit entsorgt. Also das ist schon eine besondere Ausprägung meiner Ansicht nach einer Personalpolitik, die man als vorausschauend im wahrsten Sinne des Wortes dann auch bezeichnen muss. Aber wenn das, was Herr Kaufmann gesagt hat, und das, was das Ministerium gegenüber dem Hessischen Rundfunk auf Anfrage mitgeteilt hat, nämlich dass, ich zitiere, die Ziel der Umorganisation es sei, wachsende und immer komplexere Aufgaben im Bereich des Straßenverkehrs zu entzerren und Schlagkraft in der Verwaltung mit zusätzlichem Personal zu erhöhen, dann frage ich mich, kriegen wir denn jetzt demnächst eine 8. Abteilung für den Fertigbau der A49, eine 9. Abteilung für den Bau der A44 und eine 10. Abteilung für weiß der Teufel was? Ja, also, das wäre doch dann die Logik, meine Damen und Herren, an dieser Stelle. Und deshalb glaube ich, dass in der Tat die Kritik der SPD und der FDP berechtigt ist an dieser Stelle und dass Sie, Herr Minister, sehr, sehr viele gute Argumente haben müssen, um das zu entkräften. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Wirtschaftsminister, Staatsminister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit dem 1. April gibt es im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung eine neue Abteilung. Ziel dieser Umorganisation ist es, die wachsenden und immer komplexeren Aufgaben im Bereich des Straßenbaus und der Straßenverwaltung zu entzerren und die Schlagkraft der Verwaltung mit zusätzlichem Personal zu erhöhen. Im Wesentlichen gibt es 2 Gründe. Erstens. Das Projekt Riederwaldtunnel erfordert eine intensivere Steuerung. Es ist angesprochen worden, das Projekt ist seit über 30 Jahren in der Planung. Und wir wollen dazu kommen, dass es irgendwann auch einmal realisiert wird. Und zweitens. Durch den geplanten Aufbau einer Bundesinfrastrukturgesellschaft stehen ziemlich komplexe Umstrukturierungsprozesse in den Verkehrsministerien der Länder und den Straßenbauverwaltungen an. Und wir sind zur Überzeugung gekommen, dass das mit den bestehenden Strukturen nicht optimal möglich gewesen wäre. Und deswegen haben wir
umorganisiert. Und eigentlich ist das das Normalste von der Welt in Ministerien, meine sehr verehrten Damen und Herren. Beim Riederwaldtunnel haben wir es mit einem Projekt mit einem Bauvolumen von über 300 Millionen € zu tun, was, wie gesagt, juristisch sehr kritisch ist. Sonst würde ja nicht seit über 30 Jahren daran geplant, und es wäre schon im Bau. Das Riederwaldprojekt war bislang komplett bei Hessen Mobil angesiedelt. Ich habe mich dazu entschlossen, die Steuerung des Projektes in eine direktere Verantwortung meines Ministeriums zu nehmen. Wir haben uns auch dazu entschieden, zusätzliches Personal zur Realisierung des Projekts bereitzustellen. Dazu werden zwei gesonderte Referate gegründet, die sich ausschließlich um die Planfeststellung und Steuerung des Baus kümmern werden. Die Mehrzahl der Stellen in der neu geschaffenen Abteilung 7 sind Stellen, die vorher in den bestehenden Abteilungen 1 und 6 bereits vorhanden waren und umgesetzt wurden. Zur Verstärkung der neu geschaffenen Referate ist geplant, drei weitere Mitarbeiterstellen zu schaffen, die sich mit Planfeststellung, Planung und Bau des Riederwaldtunnels beschäftigen sollen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wundere mich schon ein wenig darüber, dass SPD und FDP mich jetzt dafür kritisieren, dass für die Umsetzung des Projektes Riederwaldtunnel zusätzliches Personal bereitgestellt wird, obwohl sie mich vor einem halben Jahr dafür kritisiert haben, dass es beim Riederwaldtunnel nicht schnell genug vorangeht. Parallel zur neuen Organisation im Ministerium soll auch bei Hessenmobil dem Projekt Riederwaldtunnel ein höherer Stellenwert zukommen. Aus dem heutigen Dezernat soll eine Taskforce gebildet werden, die direkt dem Präsidenten zugeordnet wird. Und durch die enge Verzahnung zwischen dem Ministerium und der Leitungsebene von Hessenmobil, davon bin ich überzeugt, das ist das Ziel, kann dieses komplexe Großprojekt in stärkerem Maße strategisch gesteuert werden. Der zweite Punkt ist die Bundesinfrastrukturgesellschaft. Auch an diesem Punkt, ja, ab 2021 verlieren die Länder die Zuständigkeit für die Autobahnen. Aber bis 2021 ist es eine Riesenaufgabe, diesen Umstrukturierungsprozess, den es so noch nie gegeben hat, zu bewältigen. Und das ist sehr viel Arbeit. Das bedeutet ständige und gute Kommunikation zwischen dem Ministerium und Hessenmobil. Deswegen habe ich es für angezeigt gehalten, in der Neuorganisation zur Entlastung der Abteilung 6 Straße und Verkehrswesen den gemeinsamen Bereich der Bauaufsicht und des Baurechts aus der Abteilung 6 herauszulösen und als zwei getrennte Referate in die neue Abteilung 7 einzugliedern. Ich will Ihnen das ausdrücklich sagen. Die Teilung des bisherigen Baureferats in die Referate Baurecht und Bautechnik ist ein langjähriger Wunsch der Abteilung, dem wir nun nachkommen. Und da zwischen den Aufgaben des neuen Baurechtsreferats und dem Referat für Geoinformationen, Vermessung, Flurneuordnung Berührungspunkte bestehen, habe ich schließlich dieses Fachreferat aus der Abteilung 1 in die neue Abteilung 7 überführt. Ich habe in der Hessenschau einen schönen Satz gehört als Kommentar. Die neue Abteilung soll sich mit dem Sammeln von Geodaten beschäftigen. Ich will Ihnen einmal sagen, dass dieses Referat und damit auch die Abteilung, auch die Fachaufsicht über die gesamte hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation mit rund 1.600 Beschäftigten hat. So viele Menschen in Hessen sammeln keine Geodaten. Der Abteilungsleiter 7, der ja hier Gegenstand ist, das war aus meiner Sicht wichtig, dass nach einer Neugründung dieser Abteilung 7 die Leitung schnellstmöglich besetzt wird. Es war mir ein wichtiges Anliegen, eine Leitung für diese Abteilung zu gewinnen, die bereits Leitungsfunktionen im Hessischen Wirtschaftsministerium ausgeübt hat. Ich will das ausdrücklich sagen, weil ja auch da Verwunderliches zu lesen und zu hören war. Der neue Abteilungsleiter 7 hat im Zuge der Planfeststellung zum Ausbau des Frankfurter Flughafens bewiesen, dass er juristisch schwierige Großprojekte erfolgreich steuern kann. Aus diesem Grund wurde ihm unter anderem jetzt die Steuerung des Riederwaldtunnels übertragen. Der Vorwurf, ich wollte jemanden dafür bestrafen, weil er den Planfeststellungsbeschluss für den Frankfurter Flughafen erfolgreich gemanagt hat, ist absurd, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Gegenteil ist richtig. Herr Staatsminister, ich darf an die Redezeit der Fraktion erinnern. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Das Gegenteil ist richtig, gerade weil er bewiesen hat,
dass er juristisch schwierige Großprojekte erfolgreich managen kann, bin ich der Auffassung, dass er auch dieses Projekt erfolgreich managen wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das zeigt, dass die erhobenen Vorwürfe, dass hier ein Abteilungsleiter in eine kleine und zudem politisch unbedeutsame Abteilung versetzt werden soll, in jeder Hinsicht haltlos sind. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Und ein letzter Punkt zur Neuorganisation. Die Abteilung 6 Straßen- und Verkehrswesen wird seit April vom bisherigen Vizepräsidenten der Straßen- und Verkehrsverwaltung Hessen Mobil geleitet. Damit konnte ein ausgewiesener Fachmann mit Erfahrung sowohl im Ministerium als auch bei Hessen Mobil für die Leitung der Abteilung gewonnen werden. So, jetzt wissen Sie, was die sachlichen Gründe für die Umorganisation waren. Und wer weiß, ob es diese Aktuelle Stunde gegeben hätte, wenn Sie das alles vorher schon so gewusst hätten. Anlass war ja ein großer Artikel in einer Wiesbadener Zeitung am Freitag letzter Woche. Und ich will ausdrücklich sagen, ich bin ein großer Fan der gedruckten Zeitung, ein noch viel größerer Fan der Pressefreiheit. Zeitungen dürfen schreiben, was sie wollen, und kritisieren, wen sie wollen. Wir haben uns trotzdem ein bisschen gewundert, dass ein Fünfspalter in einer Zeitung erscheint, in der über eine interne Umstrukturierung in einem Ministerium berichtet wird. Denn es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn man ein solches Ministerium mit sozusagen solchen Vorwürfen, sozusagen einen solchen Bericht schreibt, dass man vorher dieses Ministerium mit den Vorwürfen konfrontiert und um Stellungnahme bittet. Das hat leider nicht stattgefunden. Das hat uns ein wenig gewundert. Ich habe das jedenfalls so noch nie erlebt. Aber dafür haben wir das jetzt hier nachgeholt und hoffentlich alle Fragen klären können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Damit ist die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 48 abgehalten. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Proteste gegen Autobahnprivatisierung ernst nehmen, privatrechtliche Autobahngesellschaft stoppen, Drucksache 19/4868. Wird die Dringlichkeit bejaht? Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird das Tagesordnungspunkt 59 mit 5 Minuten Redezeit pro Fraktion. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus entschieden bekämpfen, Drucksache 19/4869. Auch hier sehe ich keinen Widerspruch gegen die Dringlichkeit. Dann wird das Tagesordnungspunkt 60 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, nach Tagesordnungspunkt 49 aufgerufen und direkt abgestimmt werden. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der FDP betreffend Verurteilung rassistischer oder in sonstiger Weise motivierter Gewalttaten, Drucksache 19/4870. Auch hier stellen wir fest, der Antrag ist dringlich. Dann wird er Tagesordnungspunkt 61 und wird ebenfalls nach 49 aufgerufen und direkt abgestimmt.